Ihr wollt wissen, warum ich hier Zeugs mitten in den Raum stelle? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wie ihr seht, ich bin hier unten. Ich habe ein bisschen weiter verkabelt und das oder verbändert. Was letztendlich und das ist, was wir jetzt weiterhin tun dürfen, weil das ist eine ganze Menge, was wir da so haben. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir denn weiterkommen. Wir brauchen hier 400. Wir hatten. Das war. Moment, hier war doch irgendwo. Nein. Das war hier drunter. Hallo? Wegmachen? Danke! So, das waren doch hier hinten bei dem. Wie viel waren hier? Hier waren 5. 40 pro Minute, 5 mal. Du warst auch voll 5, ne? 200. Noch 200? Das ist. Oh, da war der. Wo habe ich denn jetzt gerade ein. Oh Mann. Ja, läuft richtig gut. Wollte dich zumachen. So. Wir gehen hier hoch und wir wollten dich zumachen. So. Wir haben da 200, die noch ankommen. Jetzt ist die Frage, muss ich die 200 noch hier zufüttern? Ich muss sagen, das ist ein bisschen sehr kompliziert, die alle zusammenzukriegen. Ich kriege halt 6 Stück hintereinander, habe jede Menge Rest, muss zufüttern, dann kommt wieder ein neuer Rest und boah. Das ist ungünstig. So, wenn ich die 200 nehme und da reinpacke, jede Seite braucht 100 pro Minute. Quatsch. Also jeder Einzelne braucht 100 pro Minute. Ich brauche hier 400. Habe ich hier noch einen Rest über? Moment. Ich müsste hier... lass uns mal eben zusammenrechnen. Also... Hier gehen 600 weg, 760 rein. Bleiben also 760 gehen rein, minus 600. So. Dann. Nee, die ist nicht. Dann gehen. Da vorne gehen die rein. Das heißt, wir haben hier 160 über und es kommen hier. Im Idealfall 480 dazu. Plus 480. Und. Okay, das müssen wir anders. Nach Order. 480. So, das heißt, wir haben auf diesem Band wieder, also auf dem hinteren, haben wir noch 360. Quatsch. 280. Was? 200. So. So wird ein Schuh draus. Genau. 640. Dann kommen hier noch 280, die weiterlaufen. Jetzt wird es nämlich abgefahren. Hier vorne kommen. Wird quasi das Band wieder aufgefüllt auf 760. Oder 780 in dem Fall. Dann gehen aber wieder 600 weg. Also minus. Wie kriege ich das denn hier zusammengerechnet? Bin doch. Ach ja, es ist gerade ein bisschen schwierig. Also, wir haben 160.
Da kommen die 480 dazu. Heißt, wir haben nochmal 40. Da kommen 40 oben, 280 unten. Hier unten wird dann auf 760 vollgemacht, also 440 laufen dann nochmal rüber. 140 minus 600. 160, die da reinkommen, die da ankommen. Ihr seht schon, ich kriege es nicht hin. Oh Mann. Das ist fiese Mathematik. Aber bisher sieht es so aus, als würde das hier vernünftig laufen. Das wird immer mal wieder da vorne voll und hier hinten der sieht mir halt unterversorgt aus. Andererseits ist der gerade mal voll und hier vorne wird noch... Ich glaube, es passt so gerade eben. So. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Ich muss hier auf jeden Fall zufüttern. Ich habe hier 200 von oben. Logistik. So. 200 von oben. Wir holen uns das Band jetzt einmal. Ein weiter geht nicht. Einmal hier hin. Zack, 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 zack. Und dann. Dorthin, na komm. Und rein. So. 200. Das reicht aber nicht aus für die, weil ich brauche 400. Bedeutet, ich muss hier von dem Kollegen Förderband Fusionator. Packen wir uns hier hin. Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Ich möchte genau die 200 dazu füttern, die wir noch brauchen. Dafür nehme ich mir dieses Band hier, ziehe das hier ein hoch, ziehe das hier rüber und wieder runter. So, jetzt habe ich das. Also, wenn ich jetzt sage, ich splitter mir das auf. Nehme mir einen. Mach das jetzt einmal in großen und versuche mal es wieder klein zu kriegen. Wobei, nee, wir können es auch. Also, wenn ich mir einen. Ein 120er und, 160, und ein 60er funktioniert ja nicht. Ein 270er und ein 60er runter passt auch nicht. Ein 480er kann ich damit was machen. Bei dem 480er könnte ich. Das könnte ich nehmen. 480. Und dann nehme ich mir dann kriegen wir auf 300. Mann. 480 minus 120 sind 360. Nochmal 120 runter sind 240. 40. Wie kriege ich denn die 40? Wir machen jetzt folgendes. Also, wir haben dann den Splitter. Dann packen wir einen weiteren Splitter hin. So. Dort gehen wir jetzt hin. Also. Hier haben wir jetzt nur noch 480. Wer von den 480 wegnehmen. Dann haben wir erstmal einen Teil, den wir darüber haben wollen. Wir sind uns einig, wir brauchen auf jeden Fall ein 270er Band, sonst kriegen wir das nicht darüber. Wo mir auffällt, ich brauche sowieso Material. Das heißt, ich kann noch überlegen.
Die Zahlen sind auch so was von doof immer. Wir nehmen uns ein Sonnenpaket mit, dann haben wir ihn. Und vielleicht nehmen wir uns noch, wenn wir haben. Machen wir dich mal so voll, dann haben wir genug Platz. Also mit einem 16. Wie kriegen wir denn den Wert hin? Hier wollen wir nicht hin, wir wollen eine Etage höher. Und aber dann auch da. Okay. So, wir hätten da 480. Davon 280 weg. 240 sind kein Problem. Wären auch kein Problem. Die hätten wir hier. Bleiben immer noch 100 über. Wie kriegen wir dann da... Oh, Moment. Also, gehen wir hier hin und sagen, wir brauchen einen Splitter. Aus den 480 machen wir jetzt hier... Ich kriege hier die 70 unterziehen kann ich nicht. So. Also wenn wir jetzt hier die 120 rausholen, dann hätten wir hier 120 drauf, bleiben noch hier 360 drin. So. Sofern ich die dann darüber leite. Wenn ich jetzt hier auch nochmal 120, dann habe ich 240. Richtig. 240. Das könnte ich aber direkt schon mit dem machen. Wir fangen nochmal von vorne an. Das ist jetzt so eine einfache Geschichte mit, ich probiere mal aus. Und ihr müsst leider drunter leiden. Also. Nochmal. Die kommen da rein, wenn ich mir die 220 nehme. Hier 120. Hier 120. So. Die würde ich mir zusammen in einen Merger packen. Wo sind wir also? Machen wir so. Mach dich weg. Nehmen uns das. Ja, haben wir 240. Jetzt müssen wir die 240 verbinden mit. Ne, der ganze Rest kommt da raus der Seite. Da können wir das dicke Band nehmen. Muss ich nur aufpassen, dass es passt. Wobei. Doch, das sollte passen. Also haben wir 240. Hier liegen 240 an. Das sind 40 zu viel. Wie kriegen wir die 40 raus? Indem wir in 60er... Indem wir in 60er dreifach splitten. Kriegen wir den nicht da raus, weil dann... Natürlich kriegen wir das hin. Wir machen hier ein Splitter hin. Sag mal, kann doch nicht so schwer sein. Daneben. Also, wir haben. Fangen wir einfach hier an. Egal. Wir nehmen an, hier kommen 480 rein. 480 gehen rein. Das heißt, wenn ich jetzt
Wenn ich jetzt 320er dran machen würde. Hier ein 120er. Da ein 120er. Dann würden immer 20, 120 da hinten liegen bleiben. Weil hier sauber in Drittel aufgeteilt wird. So. Hier fehlen 80. Wenn ich jetzt diese 120 hier nehme. Diese 120 nehme. Packe da einen Splitter dran. Und sage, ich hätte gerne hier 60, die weggehen. Hier 60, die weggehen. Und hier 60, die weggehen. Und dann ist auf jedem 40 drauf. Wenn ich jetzt hingehe, hier einen Merger dran packe. So. Dem sage, dass dieses 120er Band da reinkommt. Und dieses 60er Band da reinkommt. Dann habe ich doch hier genau 200 anliegen. Dabei ist es vollkommen shit egal, wie viel hier reinkommt. Das heißt, ich kann sogar das dicke Band da reinlaufen lassen. Nur diese hier muss ich dann zusammen mit dem Rest wieder zurückleiten. Das heißt, hier muss die gleiche Stärke, beziehungsweise es kommen ja 500, passt. Okay, also wir bauen uns das jetzt hier nochmal nach. Wir packen hier den Spaß rein. So, wir haben das da dran. Du kommst hier hin. So. Wir haben hier 120er Band zwischen. Etwas anders machen. Da ein 120. Das machen wir zuletzt. So, wir haben hier drüben ein Förderband-Fusionator. In diesen kommt von hier ebenfalls ein 120er Band rein. Von dort ein 60er Band rein. Und dort ein... Ja, schön, wenn ich ihn richtig rumstellen würde. Löschen. 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 So, nochmal. Den Fusionator stellen wir so hin, dass er so läuft. So. Das 120er Band kommt da rein. Wir haben ein 60er Band, das da reinläuft, und ein 60er Band, das da reinläuft. Gleichzeitig haben wir hier einen Fusionator, der in die Richtung zeigt. Und du kommst einmal hier ballern und die restlichen 60, also 40 eigentlich nur, hier wieder dazu. Du weg, du weg. Hier alle kommt. Nee. Auch. Auch. Jetzt wird da in der Mitte nochmal irgendwas stehen. Nämlich das. Das. Und der Spaß. So. Das heißt, hier habe ich 200 an die. Kann ich natürlich nur auf das 200 Knack ansetzen.
und damit läuft der Spaß da rein. Und ich fütter so schön die 200 dazu. Ich habe meine 400, die da hinten reinlaufen. Das sieht doch ganz gut aus. Gleichzeitig kann ich dieses an der Stelle machen jetzt den. Und von hier aus geht es von da. Ja, ich kriege mal das irgendwie schöner hin. Warte mal. So, damit haben wir das da drin. Was ich doofe ist, ich muss zum weiter hochbringen jetzt hier wieder ein Loch machen, aber ich muss sowieso am Ende nochmal die ganze Menge wieder sauber machen. Okay. Gott, war das schwierig. So, jetzt haben wir den Spaß. Die arbeiten, die gehen alle nach oben. Und weil ich hier so viel Zeit verballert habe, wo habe ich meinen Aufgang? Habe ich hier irgendwo... Mal erstmal ein Loch im Boden machen. Das ist eine gute Idee. So. Ja, ich habe da drüben einen Weg hoch, oder? Ansonsten habe ich ja außen rein. Das heißt, der Spaß hängt außen dran. So. Jetzt muss ich nämlich immer mal lustig. Einmal hier hoch. Die sind alle schon hier oben angekommen. Und wurden hier sauber verteilt. Also, wenigstens der Teil hat schon mal gepasst. Jetzt müssen wir uns hier noch um die ganze Scheiße kümmern. Uiuiuiui. Aber hier sind es Gott sei Dank nicht ganz so viele. Die Uhr sagt, geht alles noch. Wahrscheinlich wird die Folge heute ein bisschen kürzer, vermute ich. Ja, schauen wir mal. Was liegt eigentlich hier oben drauf? Ja, nichts. Ah, das sind die, die hier rein. Oh ja, das war die Nummer. Okay. Das ist der Rückweg. Der Rückweg ist aber gut. 1. Problem an dem Rückweg, der ist mir im Weg. Kriegen wir hin? Indem wir dort den machen, den entfernen, die beiden entfernen. So, jetzt mal gucken, wie gerade bist du? Nicht sonderlich. Auch das ist gut. Setzen wir dich da drüber. 1, 2. So, er. Da dran, da rein, oder unten, weg. Dann können wir nämlich genau darunter den Splitter setzen. Den ersten. Denn wir haben unser... Die wirklich so weit nach hier gesetzt. Tatsache. Macht ja nichts. Dann machen wir das. Splitter. Ist das hier richtig? Ja. Perfekt. Dann können wir den zweiten nämlich daneben setzen. Dann müssen wir... Der Strecke nicht so wichtig. Zieht hier unten eh keiner. Dahin und dorthin. Und immer noch nachher einer wieder drauf. Dahin und dorthin. Dahin und dorthin. Und hier hängen.
Die Schrauben kommen jetzt auch von der Seite. Das heißt, ich kann das alles so machen. Das muss alles von der Seite kommen. Da wird es schön eng. Aber ich kann die zur Not hintenrum so ein bisschen leiten. Das heißt, ich muss die wahrscheinlich sogar hintenrum leiten. Das heißt, du weg. Nee, du nicht. Du sollst bleiben. So. Das hätten wir damit. Dann gehen wir jetzt erstmal nach oben. Machen die Lampe an. Und setzen uns erstmal wieder hier unsere Lifte rein. Das nächste, worum wir uns dann kümmern können, ist Draht. Ich bin mal wieder. Donk, 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 donk. Donk. Oh Mann. Das sind übrigens Gags, die ich richtig feier bei Entwicklern, wenn sie so einen Spaß machen. Das waren noch Zeiten, als ich auch noch so Späße gemacht habe. Noch als Entwickler gearbeitet habe. Muss man ja sagen, bei der Art von Software, die ich gemacht habe, war das eher so spaßbefreit. Ja, jetzt gucke ich mir an, was die anderen so an spaßbefreitem Zeug gemacht haben. Ach ja. So ist das. Aber gut. Wenn man einmal den Anakin macht und die Seite wechselt, dann muss man damit leben. Ihr seht das auch, oder? Dass meine Hände über meinem Kopf sind, genauso wie die Gasmasken. Nur so. Wird gefragt, wollte ich damit mal zum Arzt? Nicht nach da. Mit dem ganzen Spaß hier fertig bin. Ist das, wofür ich es jetzt eigentlich mache, fertig und wir brauchen die Sachen gar nicht mehr. Wahrscheinlich brauchen wir nachher für die ganzen Uran-Geschichten keinen einzigen Motor. Damit hat sich das erledigt. Und eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe, ich könnte jetzt theoretisch das Ganze hier abschließen, wenn die da oben vollgelaufen sind, was ja jetzt nicht mehr viel ist, ohne dass ich Atomkraftwerke gebaut habe. Ich habe aber Nuklearpasta hergestellt. Ohne irgendwas Nukulares. Also ich hätte ja wenigstens erwartet, dass man dafür, also wenigstens für das Ding, so der absolute letzte Element braucht. Nicht das fünfte, das letzte. So. Jetzt geht's hier wieder los. Sieht hier aus. Alles noch. Da ist auch das Autosave, ist ja schön.
Also, ne, ihr wisst, was ich meine, oder? Es fühlt sich irgendwie komisch an. Ich habe mit dem ganzen Uran und so habe ich noch nichts gemacht, außer es mal irgendwo aus dem Weg zu räumen, wenn es mich halb getötet hat. Aber die Nuklearpasta ist bald durch. Da sind wir bei 742 von 1000. Also, das ist nicht mehr. Das sind fast 75%. Wenn man es schön rundet, ne? Also, nicht kaufmännisch, sondern einfach, keine Ahnung, wie Enkel das machen, wird auch immer so seltsam gerundet. Oder an der Tanke, ja, wobei die machen, an der Tanke machen sie immer Punkt 9 hin. Dann geht das. So. Okay, das hätten wir. Dann gehen wir jetzt. Ach, da immer noch das gleiche Ding. So. Du da rein, dahin. Ich muss sagen, dass das Bänderziehen hier bei dem Projekt so viel wird, das habe ich, ich weiß nicht, ich habe es im Kopf nicht verarbeitet. Eigentlich ist das offensichtlich, wenn man, na, wie viele Maschinen waren das? Allein 300 Konstruktoren oder 300 oder so. Wenn man sich die Zahlen anguckt, da ist eigentlich ziemlich klar, holy crap, das wird viel. Aber irgendwie, so im Kopf, also so viel ist das ja nicht, ich habe hier nur 8 Manufaktoren und die sind die, die immer schlimm sind. Ja, nein. Das stimmt so nicht ganz. So, damit haben wir das dran. So, hat sich hier was getan? Noch nicht. Okay. Ich muss noch ein bisschen mein Handy im Blick behalten, während ich aufnehme, weil ich gleich noch Picknick erwarte. So, da aufmachen, da aufmachen. Die beiden aufmachen. Fertig. Dich nehmen, hier hinpacken, da hinpacken. Und du kommst dorthin. Wie kriegen wir das jetzt? Genau. Am besten bewegt. Also du sagst schon mal am besten gar nicht. Das sehe ich. Ja, das bedeutet, ich muss das einmal hier. Okay, das geht. Was sind das so zu tun? Nein, macht es nicht. Mann. Und da. Hier war. Dann. Hier rum. Ist da irgendwo durch? Nein. Dann gehen wir. Okay, ich hätte es eigentlich von hinten reinlaufen sollen, lassen sollen. Wir ziehen das jetzt einmal so durch. Hier dran vorbei. Dich packen wir
da aus. Dorthin. So, wie lange willst du brauchen? Gib mir eine Sekunde. Oh, 4 Minuten. Okay. Dann drücke ich mal eben ein schlaues Pauseknöpfchen. Bis gleich. So, als wäre nichts passiert, habe ich wieder Lebensmittel. So rum machen wir es nicht. Das ziehen wir uns trotzdem hier irgendwo hin. Und da aus hier. Nein. Dran. Und dann hier runter. So. Und jetzt den Spaß wieder zurück. Wunderbar. Das kriegen wir doch hin. Dann nehme ich bis hier hin. Aber wir gehen 2 weiter. Wo ist denn hier gerade? Da nicht. Da schon. 1, 2. Fertig. Dann gehen wir hier rum. Hier in die Kehre rein. Dorthin, knickknack. 1, 2. So. Bis dorthin. 2, zack. Umdrehen. 1, 2. So, da packen wir schon mal das drauf. Und den Rest hier. Lass uns wieder zurückgehen. Als wäre die Bestellung nicht gut. Oder das bestellte Produkt. Boink. Hier hin. 1, 2. Und einmal vorbei. Ich bewege sogar den Kopf selber mit. Oh Mann. Da haben wir wieder Moped. Ach ja. 1, 2. Nee. Hier rum. Erstmal mal gucken, wo müssen wir das zufüttern? 1, 2, 3. Das heißt, der Rest kommt da hinzu. Fusionator. Den da draufsetzen. Naja, das sieht aber doof aus. So. Du kommst jetzt von dort hier runter. 1, 2, bis dahin. Bis dann. Dann heißt es so, okay. Und du gehst dann. Wieder 1, 2. Passt. So, dann müsste. Puh, theoretisch, was auch immer ich jetzt auf diesem Band habe, müsste reichen, um das da vorne dazugefütterte, also um alle voll zu kriegen. Damit haben wir das Thema der. Rotoren abgeschlossen. Wunderbar.
fehlen ja nur noch die Statuen. Aber irgendwas ist ja immer. Wir müssen mal gucken, wie viele haben wir denn und welche Produkte brauchen wir. Wir brauchen hier Stahlrohr und wir brauchen Draht. Draht haben wir noch gar nicht immer. Und Stahlrohr haben wir irgendwo da vorne zwischen. Oder hier haben wir Stahl, dann haben wir da vorne irgendwo zwischen. Was machen wir jetzt als erstes? Entweder erst das Stahlrohr oder wir kümmern uns um den Draht. Vom Draht. Ich muss mal eben gucken, wie viele Apparillos braucht man da, um die zu machen. Wo kommt Wire her? Da kommt Wire her. Wire ist... Wire. Das waren 90 Stück. Ach du Scheiße. Eieieiei. 90 Stück bei... Und Iron Plates brauche ich nachher auch noch. Dieses Projekt nimmt kein Ende. Ich glaube... Wo sind wir? Ich mal einmal gucken, wo wir jetzt hier was machen. Das hier sind Stahlrohre. Okay, immer noch Stahlrohre. Immer noch Stahlrohre. Dann kam hier irgendwann Schrauben. Okay, wenn Stahlrohre und Schrauben hier sind... Stahlrohre ist ja eigentlich nicht so gut, weil die brauchen wir ja auch. Die müssen wir irgendwie auch noch da hochkriegen. Wie sind denn das eigentlich? Die machen 480 plus 240 sind 680, 720 und es sind zwei Leitungen. Ist vorne noch Platz für zwei? Ich müsste da noch Platz für zwei sein. Oder? Was bewegt sich? Ah, hier ist noch Platz für zwei. Oh, Gott sei Dank. Ist nicht Platz für zwei. Wir kommen nochmal. Und die nochmal um. Eieieiei, das wird auch nochmal ein riesen Tumult. Aber. Das waren die Konstruktoren, die Dinger machen, ne? Oh, shit. Oder nee. Das war der Rest. Wir haben noch ein Autosave. Okay, kann ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Das ist der Rest, der da noch über ist. Wir müssten also nach oben. Schrauben haben wir jede Menge da. Aber wir haben keinen Platz mehr für anderen Kram. Habe ich den Platz unten drunter? Das muss ich jetzt... Hätte mich natürlich... mach mal weg. Habe ich. Heißt, ich könnte... Unten rein für unter die zwei über. Das ist doof. Das ist ja. So, wir brauchen das dann. Stahlrohre brauchen wir dann auf dieser Ebene. Nein, die Stahlrohre brauchen wir hier oben auf dieser Ebene. Ja. Auf der brauchen wir die. Wie kriegen wir das denn sauber? Auf der Ebene die Stahlrohre. Stangen. Ach, die Stangen brauche ich auch ganz oben nochmal für. Ja, hört sich ja alles noch nicht auf. Ich soll wieder Stangen zurückführen. Okay. Und wenn ich das. Moment, wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Runter, darüber. Wenn ich auf der anderen Seite, welche Ebene bin ich eigentlich? Müsste passen. Da kommt
Du machst nachher Eisenplatten. Okay. Okay, okay. Stahlrohre sind drunter. Ich könnte hier irgendwie. Wenn ich die Stahlrohre hier runterlaufen lasse. Also irgendwie, keine Ahnung. Da so. Dann einmal so um die Ecke hier rein, dann könnte ich die da langlaufen. Umgehen. Das ist, glaube ich, die beste Variante. Und ich nehme die da hoch und ging da. Dann sieht's alles und wird's noch wirrer, aber macht ja nichts. Das heißt, wenn ich den Aufgang gefunden habe, nehmen wir das oben wieder. Nee, Abgang wäre besser, oder? Aufgang. Stahlrohr. Okay, wir kümmern uns dann als nächstes darum, die Stahlrohre wegzubringen. Oder kümmern wir uns als nächstes um den Draht und dann hätten wir wenigstens den ganzen Kram weg. Den ganzen, wie heißen die Teile nochmal? Hier, die laufen alle halbwegs. Das, also die Vorprodukte haben wir dann, hätten wir dann alle, wenn ich hingehe, einen hoch. Und hier auf der Ebene mich um die, um den Draht und die Platten kümmere. Das wäre, glaube ich, sinniger. Und da ich den Draht als erstes brauchen werde, kann ich, glaube ich, auch. Ich meine, ich muss hier ja nichts anderes machen, als nur die Eisenbahn reinballern. Bis zum geht nicht mehr. Das heißt, egal was, geht nachher nur darum, wann ich mir welches Ding weghole. Das klingt ein bisschen nach Geschlechtskrankheiten, aber das macht nichts. So. Und so. Das war auch jetzt überall der Eingang. Und du machst also klar. Okay. Nehmen wir. Ich setze jetzt noch mit euch hier die Teile dran. Dann drehe ich sie auch mal so, dass es wieder leicht irgendwie klickt, aber man weiß es ja nicht. Für alle, die noch auf Early Access spielen und noch nicht auf dem Experimental Branch sind, gute Neuigkeiten. Diesen Monat soll laut Coffee Stain das Update 6 auch dahin kommen. Noch ein paar kleine Anpassungen, die sind noch dran, machen noch, fixen noch ein bisschen, aber dann kommt das. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht, oder? Also ich finde schon. Daneben ist auch vorbei. Wir den ganzen Konstruktorkram schon mal weg, wenn ich die hier gesetzt habe. Also zumindest mal Zuführung. Muss unbedingt gucken, dass ich am Wochenende wieder ein bisschen mehr hinkriege. Im Moment ist ein wenig zeittechnisch schwierig mit Hochzeitsvorbereitung und Schulung bei der Arbeit und dies und jenem. Die nächsten beiden Samstage sind Firmenfeiern. Da ist das gar nicht so leicht, so wirklich Zeit zu finden. Ah komm, let's play, ganz einfach. Zockst du eine Runde? Ja.
finde mal Zeit zum Zocken. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Theoretisch müsste ich den Shit ja auch noch planen vorher. Aber ich glaube, die Hoffnung habt ihr schon komplett abgelegt, oder? Dahin. Dahin. So. Das heißt, wir haben jetzt noch diese hier und dann sind wir doch mit... Dann wären wir mit den Eisenbarren durch. Sobald der Kram hier gelaufen ist. So. Okay. Damit sind die Dinger schon mal alle da. Was wird bei dir gemacht? Stahl hier. Das heißt, ich muss. Ich denn hier vorne wenigstens schon mal Eisen an. Ja, tut es. Das ist sehr unschön. Vorne. Okay, links ist Platz. Das heißt, ich kann das von da aus reinleiten, haben dann aber hier ein Problem, weil die drei dort vorne, das heißt, da müssen wir irgendwie einmal hüpfen drüber. Und der einzelne, okay, wir sollten das doch von der Seite machen. Ja gut, das geht auch, wir können hier drüber gehen. Ja, das ging weg. Okay. Dann suchen wir uns ein schönes Bild, aber ich glaube, ich habe da eine Idee für. Jetzt böllern die hier alle nochmal durch. Hm? Das sieht doch ganz gut aus. So. Einmal dann. Gucken, wo Eisenerz ist, meine ich natürlich. Hier drin nicht. Ding, 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 ding. Ja. Da haben wir den. Ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, eine Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.